So. So, mach mal. Schön wäre es natürlich, wenn ich ihn hier erstmal stehen lassen könnte. Uran, ein paar Steine. Der verarbeitet das dann noch. Na, der hat noch 5,73. Ich weiß nicht, wer schneller fertig sein wird. Ach ne, Steine, die kommen ja eh hier rein. Ich dachte, ich habe Eisen dabei. Steine kommen hier rein. Fünfhundert Nickelbarren brauche ich. Und ich hoffe, jetzt stürzt Fraps hier nicht wieder. Nicht wieder ab. Weil das wäre echt ziemlich ärgerlich. Zeigt er mir nicht auch an, wie viel Energie benötigt wird? Achso, ich habe ja. Und die sind ja. Das waren wohl die Reaktoren. Gut, 114 Kilowatt. Was war denn das, das Boom? Was war das? Das verstehe ich gerade nicht. Hat doch gerade Boom gemacht, ganz laut. Förderbänder alleine ziehen schon 3,5 Kilowatt. Utility, was ist das? Keine Ahnung. Ja, Aufladen minus 1,8 Kilowatt, das bin ich. Gyroskop 12 Watt. Triebwerke 26. Gut. Steht denn da? Auch was einer so leisten kann. So also 228 bräuchte ich. Okay, da muss ich gucken. Reaktor, Bohrer.
Ja, hier. Megawatt. Ich glaube, einer reicht locker. Auch gut. Naja. Okay, dann kommen noch die ganzen Triebwerke dazu. Na, ich weiß ja nicht. Okay. Naja, gut. Ich glaube, ich werde dann das nächste Mal hier weiterbauen. Vielleicht bin ich auch wieder mitten in ein Let's Play, aber ich verabschiede mich trotzdem mal. Also, ciao und bis zum nächsten Mal oder bis gleich. Ciao. Hallo und herzlich willkommen. Meine Freunde, Abonnenten und ganz normale Zuschauer. Vielleicht bin ich wieder mitten in ein Let's Play. Wenn nicht, herzlich willkommen. Wir Let's Playen hier einfach mal Space Invaders weiter. Ja, ich glaube, ich hatte gar keine Sachen mehr dabei. Nee. Gut. Ganz kurz Ton, bisschen lauter bei mir gedreht. Gut, Motoren habe ich noch dabei. Stahlröhren brauche ich. Hiervon noch was. Hiervon sowieso. Achso, Dito. Wie weit bist du gekommen? Also mit Scheunen. Scheunen. Okay. Dann hättest du vielleicht Lust, das zusammenzuschweißen? Gut, dann. Okay. 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 Na, die brauche ich ja, glaube ich, eh nicht. Alles dabei. Ja, gut. Habe ich die Wege dazwischen auch geschweißt? Ja. Wow, so schlau war ich. Und dann kommt Dito gleich rüber zum Schweißen und hilft uns ein bisschen. Und dafür kriegt er die Baumaterialien für seine beiden Bohrer auf jeden Fall. Und dann noch mehr. Wahrscheinlich. Weil er ja beim Minen so oft gestorben ist. Oh. Sorry Leute, ich musste kurz an mein Headset rumrütteln, da es ein bisschen geknackt hat und so was. Mal sehen, ob Dito staunen wird, wenn er unseren Bohrer hier sieht. Oh, das Event ist gestartet. Oh. Bei mir hat sich mal wieder alles minimiert. Was im Weg war. Komm, dann mache ich den hier auch noch kurz fertig. Okay, den kann ich noch festmachen.
Oh. So, den Kollegen schmeiße ich da noch mal fest. Tito, wie weit bist du? Das ist gut. Fertig. Jo. Ja, ein bisschen größer, ne? Wie gesagt, wie im Obi. Dann komm auf die andere Seite, da muss ordentlich geschweißt werden. Kannst dir die Sachen aus meinem Lager holen. Welche Steine? Ey, du hast mich weggekickt. Alles. Also, am besten das Lagersystem. Erstmal. Halt alle Baupläne. Das wird auf jeden Fall eine Mörderarbeit. Und ich muss schon wieder Energie tanken. Komm, Tank voll. Schneller. So. Ey, du hast ja noch gar keine Bohrer rangebaut. An dein Raumschiff. Sonst hätte ich die jetzt schon festgeschweißt, aber jetzt ist wurscht. Mache ich dann nachher. Natürlich nur, wenn es in Ordnung ist. Ey, du schweißt ja gar nicht fertig. Ach, du hast keinen. Warte, dann komm mal hier mit zur Station, ey.
Dann schmeiße ich die hier kurz. Obwohl, ich tue die lieber mal hier in den Container. Obwohl, ich gebe dir einfach mal alle mit. So. Sind im Lagercontainer. Die Motoren. Dito. Ich produziere aber noch mal lieber welche nach. So, da muss ich erstmal wieder umlagern. So. Nickel. Ah, hier, er produziert sogar noch. Gut. Falls du noch mehr Motoren brauchst, die liegen im Assembler. Okay. Ich mache einmal einen Cut wegen Telefon. Bis gleich. More money and more problems. What Biggie said, it looked like it's true. Used to be my homeboy.